Zulu Sprite, der Stolz der Zulu, so heißt hier unsere Stadt, die zweite, die wir gegründet haben hier im Afrika-Szenario. Und auf unsere bisherigen Erfolge hier im Afrika-Szenario von Civilization 5 von Brave New World können wir durchaus ein kleines bisschen stolz sein, finde ich, Piro Parker. Ja, wie viele feindliche Einheiten haben wir denn schon ausgeschaltet? Ein, zwei? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Etwa in der Art, ein bis zwei. Noch ist die Zahl der Gräber, die hier stehen, und die Zahl der Kreuze überschaubar. Ich persönlich sehe sie im Augenblick nicht. Ich habe das einfach auf Wegblenden eingestellt. Aber hier kommt sicher bald noch ein weiteres Kreuz dazu. Denn diese Einheit, auswärtige Freiwillige der Buren, unseres ersten Gegners, der ersten europäischen Einwandererfraktion, die wir uns hier auf Kimme und Korn genommen haben, nein, natürlich auf die Speerspitze genommen haben, die wird hier sicher auch bald fallen, denke ich, auf die Speerspitzen unserer Impi, unserer Spezialeinheit, die allerdings den Buren ziemlich unterlegen ist. Wir müssen viele, viele Impi in den Kampf schicken, um eine einzige burische Einheit fertig zu machen. Das war bislang ein zähes Ringen. Umso tapferer sind wir eigentlich, finde ich, Piro. Ja, da hast du recht. Wir müssen aber trotzdem weiterhin gut darauf aufpassen, dass wir gerade die Flankenboni und so weiter ganz gut ausnutzen, damit wir diesen Nachteil wettmachen können, den wir in der Tat haben. Einfach alleine schon aufgrund der Tatsache, dass der Impi, wenn ich mich nicht täusche, eine mittelalterliche Einheit ist und die freiwilligen Einheiten der Buren eine Einheit aus dem Industriezeitalter, also zwei Zeitalter weiter, dazwischen läge noch die Renaissance. Und das müssen wir wettmachen, indem wir einfach unsere gut ausgebildeten Kämpfer einsetzen, die viele tolle Beförderungen erhalten haben, die eben sich positiv darauf auswirken können. Das ist die bislang einzige Stadt, die Buren haben gründen können, Pretoria, folglich auch ihre Hauptstadt. Zwei Siedler, ne? Beide Siedler, die Buren sonst hatten, die haben wir gekidnappt und zu Bautrupps umgewandelt. Das heißt, die haben einen schlechten Start erwischt. Wir dagegen haben noch einen Siedler übrig. Und wie wir beim Folgenwechsel eben festgestellt haben, haben wir hier fast etwas übersehen. Hier gibt es noch eine weitere Luxusressource Zitronen. Eigentlich wollten wir in der Nähe des Marmors siedeln. Das machen wir jetzt auch. Aber ich denke, Pio, nicht auf diesem Feld hier, sondern vielleicht direkt auf der Eisenressource, oder? Ja, das finde ich gut. Dann haben wir beide Luxusressourcen, also Marmor und die Zitrusfrüchte, im zweiten Ring und können sie dann relativ bald schon bewirtschaften. Jetzt ziehe ich ein wenig um das Gelände. Ach, schau mal, das ist durch das Umland. Und das ist noch eine neue Luxusressource, die wir auch noch nicht haben. Seide. Genau. Wer hätte das gedacht? Ich hatte gedacht, Seide wüchse nur in China, beziehungsweise die Maulbeerbäume. Aber bei Civilization 5 wächst es auch gerne mal in Südostafrika. Das ist doch wunderbar. Unfassbar. Deshalb heißt es ja auch Brave New World, weil ja ganz erstaunliche Dinge passieren in dieser schönen neuen Welt. So, und mit diesem etwas stärkeren Impi, der hier neben einem portugiesischen Schützen steht, ziehen wir Richtung Südwesten zu den Schlachten, die uns hier bevorstehen. Große Frage, können wir einen dieser beiden Bureneinheiten angreifen? Ich würde eher dazu neigen, Piro, zu sagen, wir warten ab, bis eine der beiden rauszieht, oder sollen wir versuchen, die hier anzugreifen, weil die sind ja halt in Schießweite, in Schutzweite der Stadt Pretoria. Pretoria kann ja zwei Geländefelder weit feuern. Angreifen oder bleiben, wo wir sind? Bleiben, wo wir sind. Ich hatte sogar kurz überlegt, ob wir uns vielleicht sogar ein Feld zurückziehen und sie ein wenig kommen lassen, um sie dann vielleicht auch von Ulundi aus zu beschießen. Das ist eine gute Idee. Ich ziehe mal hier hin mit der einen Impi-Einheit und mit der hier ziehe ich hier hin. Genau. Wir sollten aber einen in Sichtweite haben, oder? Kann sein, dass sie uns gar nicht mehr sehen. Das wäre schlecht. Wir müssten die ja irgendwie anlocken. Nein, mal gucken. Die wissen ja, wo unsere Städte sind, oder? Mal schauen. Mal schauen, wie klug die KI ist. Wir sehen die ja gleich ziehen. Hier haben wir noch einen Impi, den können wir ausheilen lassen. Und hier ist noch ein Impi, den heilen wir ebenfalls aus. Hier ist ein Impi. Klicke ich auf Ausheilen. Und der hier, den ziehe ich mal in die Stadt hier rein oder zumindest auf dieses Feld hier. Dann kann der noch ein bisschen schneller ausheilen gleich. Du, ein Einwand von mir wäre, dass wir vielleicht die heilenden Impi in unsere Stadtradien ziehen, denn da heilen die ein wenig schneller, wenn ich mich nicht täusche. Das kann ich gerne machen. Dann ziehe ich. Ja, das geht hier nicht. Achso, wir müssen uns auch noch um den Buren hier kümmern. Den haben wir ja ganz außer
Außer, aus, den haben wir ja jetzt ganz vernachlässigt. Wollten wir nicht den zuerst töten? Ja, aber ich glaube, den kriegen wir in dieser Runde sowieso nicht, ne? Denn der hat nur, also der einzige Impi, der hier in der Nähe steht, ist der, der unten links, also südwestlich von ihm steht. Alle anderen müssten über einen Fluss angreifen. Das finde ich nicht so gut. Außerdem gehe ich davon aus, so wie ich die KI kenne, dass der burische Einheit dort gleich unsere Stadt angreifen wird. Dabei wird sie viel Schaden nehmen, unserer Stadt aber nichts anhaben. Und dann können wir sie in der nächsten Runde dann platt machen. Aber gut wäre doch sicher, den jetzt schon mal ein wenig zu umzingeln. Also mit dieser Einheit hier beispielsweise, mit dem Impi hier hinzuziehen. Mhm. Wir brauchen sowieso mindestens einen noch in der Nähe, um beide Bautrupps gleich in Sicherheit bringen zu können. Ne? Mhm, stimmt. Weil einen können wir in die Stadt stellen, aber den zweiten nicht. Dann ziehe ich den Impi hier mal hin. Und soll man den hier wirklich ausheilen lassen oder soll ich den hier hinziehen, um den einzukesseln? Lass ihn doch heilen und nimm den, der unterhalb des Weins steht. Der hier? Ja. Und zieh den noch vorne mit ran. Oder meinst du nicht? Schon passiert. Ich folge dir blind. Und hier ist noch ein Bautrupp. Drei Bautrupps haben wir ja mittlerweile. Oder vier. Vier sogar. Den hier, also den können wir in die Stadt reinbringen. Mhm. Und dann warten wir da mal ab, was passiert. Und dann haben wir hier noch einen Bautrupp. Frage, kann dieser Schütze hier, kann er überhaupt diesen Bautrupp angreifen? Der müsste doch eigentlich ausgebremst werden, wenn er gleich auf dieses Feld hier zieht. Genau, nicht? Richtig. Der kann dort oben in Ruhe erstmal noch eine Runde weiterhacken, denn er würde sich in der Zone of Control des Impi östlich von ihm bewegen. Genau. Und die beiden lassen wir hier, denke ich. Mhm. Den auch. Da steht noch. Hier haben wir noch einen Bautrupp. Genau. Den könnten wir vielleicht östlich auf den heilenden Impi ziehen. Eins nach rechts und eins nach rechts nach oben. Dahin. Hier ist uns noch ein Bautrupp. Genau. Aber der steht ja unter dem Impi sozusagen, damit ist er ja geschützt. Achso, ich dachte, vielleicht könnten wir die Impi ja schon zur Arbeit bringen. Beispielsweise durch den Bau einer Straße. Na, aber wahrscheinlich den Bautrupp. Aber wahrscheinlich sollten wir uns jetzt erstmal um die Modernisierung der Geländefelder kümmern rund um unsere Städte, zum Beispiel welche hochbringen hier in den Norden zu diesem Siedler. Ja, und nicht vergessen, dass jetzt eben die Berber sicherlich, ach, jetzt sage ich schon wieder, die Berber, die Buren uns angreifen werden. Das hast du im Vorgespräch gesagt und dann habe ich dich daran erinnert, dass es hier keine Landstreich, nein, das ist natürlich gemein. Berber ist natürlich eigentlich ein Volksstamm in Marokko und wird etwas landläufig hier für Landstreiche auch benutzt. Die Buren übrigens, ach nein, meinen üblichen geschichtlichen Exkurs, mit dem ich einige von euch langweilen werde, den spare ich mir für etwas später noch auf. Dann ziehe ich mal hierhin vielleicht den Bautrupp. Was meinst du? Richtung Norden? Auch in Ordnung. Mhm. Und den lassen wir da stehen. Der muss ja auch den Bautrupp beschützen, der Impi. Und den können wir da auch stehen lassen, denke ich. Mhm. Den ebenfalls. Und hier haben wir noch einen Bautrupp, der könnte hier hinziehen. Richtung Norden. Das ist die Impi-Einheit, die aushallen möchte oder sollte. Und du findest eher rauf in den Norden bringen, in die Nähe von Zulu's Pride und da aushallen. Mhm. Ja? Ja. Okay. So, eine Runde weiter. Jetzt bin ich gespannt, ob unser Plan aufgeht, ob die KI hier aus dem Südwesten raufzieht in die Nähe von Ulundi und sich dem Beschuss aussetzt. Und ich bin gespannt, was diese burische Einheit in der Nähe von Zulu's Pride jetzt unternehmen wird. Mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen. Sag mal, wieso kann Zulu's Pride den burischen Soldaten nicht beschießen? Ich glaube, wir haben das schon gemacht in der letzten Folge. Haben wir? Okay. Ja. Da meldet sich jemand. Die Queen Victoria, die so aussieht wie die Queen Elizabeth, die fragt uns, ob wir offene Grenzen mit England eingehen möchten. Was meinst du? Brauchen wir eigentlich nicht wirklich, oder? Also ich glaube, davon würde nur sie profitieren. Wir hätten davon nicht viel. Ja, lassen wir mal sein. Oh. Das ist natürlich gar nicht gut. Ein Erkunder von Frankreich hat König Salomons Minen gefunden. Diese Zivilisation erhält 300 Siegpunkte. Das ist aber viel. Autsch. Das ist wirklich viel, ja. Das ist aber verflucht viel. Tja.
Wie auch immer, wir haben jetzt anderes zu tun. Wir müssen einen Krieg führen und auch möglichst gewinnen. Einer der beiden burischen Einheiten hier im Südwesten ist aus unserem Blickfeld rausgekommen. Der andere ist dagegen hier rumgezogen, westlich dieses Eisenvorkommens, und versucht dem anderen hier zu Hilfe zu eilen. Und hier steht der stark verwundete Bure, den wir von Zulus Pride aus schon mal beschießen können. Gute Idee. Mhm. Verliert 10 Lebenspunkte. Und jetzt können wir den ruhig allmählich attackieren und uns dafür auch die notigen Einheiten. Ja, das ist jetzt schwer. Also mit dem Einkesselungsbonus wird es ein bisschen knifflig jetzt hier. Den in die Stadt rein? Ja, das schon, ja. Hm. Obwohl, wenn der angreift, viel Schaden kann er ja nicht anrichten. Nein, aber in der Stadt kann er schneller heilen. Das ist schon ganz gut. Okay, meine Idee. Wir könnten den Impfi, der zwei Felder weiter unten steht, der rechts neben den Weinfeldern steht, der gerade noch heilt. Der hier. Ja, wenn wir ihn auf das Feld von Zulus Pride, also rechts, wie soll ich das beschreiben, zweimal auf die 7 sozusagen ziehen würden. Weißt du, was ich meine? Hierhin? Zweimal oben links. Dahin, ja. Wenn wir das machen würden, dann hätten... Kann er aber nicht angreifen. Achso, und dann kann der rechts daneben auch nicht mehr angreifen. Mhm. Achso, aber dann ist es ja auch nicht so wild, wenn der... Okay, wenn er rechts von Zulus Pride den Buren angreift, ja, dann hat er ja den Flankenbonus. Genau. Okay, prima. Ja, gut. Dann und weitere Einheiten in die Nähe bringen können wir, glaube ich, gar nicht, weil auf dieses Feld hier kann keiner hinziehen. Wir könnten höchstens den hier hinziehen beispielsweise. Den hier könnten wir hier hinziehen danach. Dann hätten wir einen Flankenbonus mehr, aber dann könnte diese Einheit wiederum nicht mehr angreifen. Ja, das macht keinen Sinn. Dann lass uns mit den beiden Impis, die angreifen können, angreifen, würde ich sagen. Okay. Da habt ihr wieder die Spezialfähigkeit gesehen, der Impi. Ein Nahkampfangriff, ein zusätzlicher, bevor man sich in das feindliche, in die feindliche Schusslinie hineinwirft. Und der ist stark angeschlagen. Ich glaube, wir schaffen es. Schau mal. Ich glaube, gleich fällt der nächste. Die nächste burische Einheit, die kriegen wir jetzt geknackt. Sehr schön. Ja, hat funktioniert. Prima. Sehr schön. So, jetzt ist der einzige burische Feind, der in unserer Sichtweite ist, noch diese Einheit hier. Und jetzt können wir unsere Truppen darüber bewegen und versuchen, auch den einzukesseln. Mhm. Der hier könnte beispielsweise angreifen, können wir den, na, irgendwo ist einer hier, der kann zum Beispiel, den könnten wir bis hier hinziehen. Der hat 3 Bewegungspunkte. Aber wollen wir den nicht noch erst ausheilen lassen und vielleicht dann noch die beiden fitten Impi sozusagen, die bei Ulundi stehen, die vielleicht wieder ein bisschen näher heranziehen? Ich bin ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen ein Freund davon, die KI erstmal ein wenig kommen zu lassen, weil sie dabei häufig Fehler macht, die man dann ganz gemein ausnutzen kann, ganz heimtückisch. Das heißt, du würdest einfach hier einen Ring bilden und hoffen, dass die Einheit da reinläuft? Zum Beispiel, genau. Das wäre zum Beispiel eine Idee hier. Dann ziehe ich den hier hin. Den ziehe ich hier hin. Dem befehle ich, heil dich bitte aus. Kann er nicht. Nee, weil er den Befehl schon hat. Mhm. Ach so, hast recht. Genau, genau. Der hat auch schon den Ausheilbefehl, der ebenfalls hier. Ja. Und hier haben wir einen Bautrupp, den wir... Hier haben wir viele Bautrupps. Den hier können wir Richtung Norden ziehen. Ja, der arbeitet ja noch. Den können wir den Job erledigen lassen hier. Okay, das ist eine gute Idee. Der kann die Mine beenden. Und hier haben wir den Siedler, den wir, glaube ich, auf dieses Eisenvorkommen draufziehen wollten, nicht? Richtig. Mhm. Oder sollen wir erst die Gegend noch etwas weiter erkundigen? Schau mal hier oben, noch eine Luxusressource, Gold. Das heißt, da könnten wir vielleicht eine, Gold haben wir ja bislang auch noch nicht, unsere vierte Stadt gründen. Ich denke schon mal in die Zukunft, wenn wir einen Siedler erzeugt hätten, hier zwischen dieses Seiden- und dieses Goldvorkommen. Ja, schöne Idee. Mal schauen, wie es da in der Nähe aussieht. Ganz hübsch. Da siedelt man grundsätzlich doch gern. Und dann bleibt es bei unserem Plan, den anderen Siedler hier auf dieses Eisenvorkommen zu ziehen. Würde ich vorschlagen, ja.
und die nächste Stadt dann nachher in der Nähe des Flusses, dort wo der Impi dort im Osten steht zurzeit. Was machen wir hier mit dem Impi, den wir hier zur Erkundung geschickt hatten? Der verrennt sich ein bisschen in diesen waldigen, bewaldeten Hügeln, kommt immer nur ein Geländefeld vor. Ist ein bisschen schade, kann also kaum Gelände erkennen, kaum den Fog of War lüften. Wollen wir da trotzdem weiterziehen mit dem? Ich würde vorschlagen, ziehen wir mit dem nach Südwesten, auf die 1 sozusagen, einmal um die Bergkette herum. Und schauen, dass wir, naja, was haben wir da? Eine Landsknecht-Barbareneinheit. Genau. Europäische Landsknechte, unglaublich. Europäische Landsknechte im Südwesten Afrikas, wer hätte das gedacht? Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, als einzige Einheit, die noch nicht bewegt worden ist, 2 Bautrupps, 3, hier denn noch, der muss natürlich noch vorziehen. Den ziehe ich mal hier hin. Ja. Und jetzt noch die Bautrupps verteilen, der kann hier damit beginnen, diese Farm hier zu Ende zu bauen. Und diesen Bautrupp hier können wir ebenfalls Richtung Norden schicken. Denn wir brauchen oben ja, gibt es ja 2 Luxusressourcen bei dieser neu zu gründenden Stadt, die wir beide noch modernisieren müssen. Das ist die letzte, das sind die beiden letzten Impi-Einheiten, die wir noch nicht gezogen haben. Abwarten, meinst du ja, ne? Ja, sind wir doch mal mutig, machen wir das doch mal. Schauen wir mal, genau, wie der burische Soldat sich verhält. Okay, eine Runde weiter. Schon wieder? Das ist ja ein Ding. Sie wiederholt sich. Ganz schön hartnäckig. Ganz schön hartnäckig, die junge Dame. Oder sie hat einfach Alzheimer und vergessen, dass sie das uns schon letztes Jahr gefragt hat. Könnte auch sein. Entweder eine KI-Schwäche, eine programmierte Erkrankung, Geisteserkrankung bei dieser KI-Herrscherin, oder sie ist einfach nur aufdringlich. Ablehnen. Tja. Mit ein bisschen Pech haben wir jetzt gleich 2 Diplomatie Mali auf unsere schmalen Schultern gehäuft. Dadurch gibt es keine Malus, soweit ich weiß. Aber zumindest gibt es auch keinen Bonus. Das stimmt. Aber ein nicht vorhandener Bonus ist ja nicht gleich ein Malus. Ah, jetzt sehen wir beide Bureneinheiten. Ah. Die nutzen auch den Flankierungsbonus, greifen hier ein Impi. Ah, 3 Einheiten. 3 burische Einheiten jetzt in unserem Blickfeld. Und jetzt müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir keine Krieger verlieren. Hier, hast gesehen, Kulturgrenzen haben sich ja ausgedehnt. Oh. Wein gehört jetzt zu uns dazu, gehört jetzt zum Kulturgebiet von unserer Hauptstadt Ulundi dazu. Sehr schön, wird auch gleich von der künstlichen Intelligenz bewirtschaftet. Prima. Ja, jetzt ist die Frage, erstmal machen wir das, was wir auf jeden Fall machen wollen, nämlich hier die nächste Stadt gründen. Gucken, was wir als Name wird uns dieses unaussprechliche Etwas vorgeschlagen. Ganz schön hartnäckig. Tja, Zulus Pride hieß die 2. Stadt, wie soll die 3. denn heißen? Tja, genau. Willst du den Stil fortsetzen? Zulus nach Zulus Stolz kommt Zulus Ehre oder... Wäre eine Möglichkeit. Wir könnten uns allerdings auch auf das Schafsvorkommen. Was heißt Schaf auf Plural im Englischen? Sheeps oder heißt das auch Sheep? Das heißt auch Sheep, ohne Plural S. Ja. Aber dann, wenn es ein Stadtname ist, dann sollte doch... Naja, ich glaube, das ist egal. Sonst hätte ich nämlich gesagt, bitte auch das 2. S groß geschrieben werden. Aber du bist ein sehr, wie soll ich sagen... kreativer Mensch, Silly Sheep, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, die Stadt nach diesem Schafvorkommen zu benennen. Tja, der erste Name war ganz schön Zulu Sprite, das war ja ganz schön selbstbewusst und jetzt zeigen die Zulu, dass sie auch mit einem Augenzwinkern über sich selber lächeln können. Jetzt müssen wir noch ein Bauprojekt hier einstellen und wieder erstmal einen Blick auf die rechte Seite und ihr seht, dass wir hier jede Menge fertige Gebäude dort schon haben. In der 3. Stadt. Ah, schau mal hier. Da wären 2 Bürger doch glatt. Aber wie haben wir das mit der manuellen Spezialistensteuerung in anderen Städten gemacht? Ich glaube, das klicken wir mal lieber auf manuell, ne? Bevor hier die KI irgendwie
irgendwas macht, was wir nicht haben wollen. Ja, im Prinzip hat die KI das, glaube ich, gar nicht so dumm gemacht. Sie hatte jetzt gerade in Silly Sheep zumindest einen Spezialisten in den Markt gesetzt, was ich durchaus erstmal für sinnvoll halte, weil unser finanzielles ja wirklich schlecht aussieht. Jetzt sind wir schon bei minus 16. Tja. Und mehr Sorgen mache ich mir um die Hungersnot. Wir haben nämlich an einer Stelle gegründet, wo es nicht möglich ist, die Bevölkerung hier vollkommen mit Nahrung zu versorgen. Dasselbe Problem hatten wir jetzt in der Stadt zuvor auch schon, ne? Genau. Jeder Bürger verbraucht 2 Nahrung, wir erzeugen aber lediglich 4 hier. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir müssen wohl oder übel unser Goldvorkommen nutzen, um hier etwas dazu zu kaufen. Am klügsten wohl, denke ich, das hier, dieses Zitronenfeld. Ja. Kostet 30 Gold. Und schon können wir da hier dafür sorgen, dass wir eine positive Nahrungsbilanz wieder haben von plus 1. Und den hier, den ziehe ich hier mal raus und stelle den hier in die Werkstatt rein. Da erzeugt er 2 Hämmer, genau wie hier. Aber hier ist es halt ein Spezialist. Das heißt, hier wird außerdem dann allmählich, wenn hier außerdem diese Industrie, oder wie heißen diese Punkte? Große Persönlichkeitspunkte. Genau, die werden erzeugt, was mit ein bisschen Glück, obwohl ich nicht weiß, ob das innerhalb von 500 Runden klappt, zu einem großen Ingenieur führen würde. Ja, wir haben ja nur 100 Runden, das könnte vielleicht wirklich eng werden. Ja, alles okay hier? Wir haben noch immer kein Bauprojekt. Genau, da ist die Frage, was machen wir? Da wir ja letztlich, naja gut, wir sollten unseren Fokus müssen wir auf Kultur und auf Militär legen. Ne? Also, das sind was die hältst beiden. Du von einem Tribok? Gute Idee, das wollte ich sowieso schon ansprechen. Ich hatte nämlich gerade schon gesehen, dass das Praetoria eine Kampfstärke von 42 hat. Das ist so oder so schon sehr, sehr hart und da werden wir mit unseren Impi allein nicht viel richten können. Gute Idee, finde ich sehr, sehr gut. Und dann haben wir ein bisschen Belagerungsgerät, um Praetoria dann vielleicht bald in die Knie zu zwingen. Ich schau mal, wie lange ein Tribok dauern würde, wenn wir ihn hier in Olundi bauen. Hier wären es auch 6 Runden immerhin. Okay. Ja, okay. Welche Einheit ziehen wir jetzt als nächstes? Wir haben wieder unser Problem hier, wie wir hier hin und her ziehen, um die Buren einzukesseln. Ich finde, auf den hier sollten wir uns konzentrieren. Weil der bereits angeschlagen ist, ne? Weil er angeschlagen ist und weil er im Gegensatz zu seinem Kollegen nicht auf einem Hügel steht. Also ich bin wieder dafür, dass wir den jetzt gerade aktiven Impi, jetzt nicht mehr aktiven Impi, der etwas verwundet ist, dass wir ihn zurückziehen ins eigene Land, um ihn dort heilen zu lassen. Das können wir ja auch nach der Schlacht machen. Vielleicht soll der erstmal da stehen bleiben, um seinen Flankierungsbonus passiv auszuspielen. Falls wir jetzt angreifen, den hier angreifen. Kriegt man den Flankierungsbonus pro Soldat oder einfach nur, wenn irgendein Soldat da steht? Weißt du, wie ich meine? Ich dachte immer, also, ich glaube nicht, dass das stapelbar ist. Ich glaube jetzt. Ach so, ich dachte immer, das wäre stapelbar. Also mach doch mal nochmal die Prognose an, wenn wir jetzt mit einem, also genau, da sehen wir ja Flankierung plus 25. Wir würden jetzt wenn deine These stimmen würde, würden wir ihn ja mit 2 flankieren. Das heißt, wir müssen einen Flankierungsbonus von 50 haben. Das ist eben nicht der Fall. Da hast du recht, stimmt. Dann stimmt, dann können wir ihn auch wegziehen. Dann können wir ihn wegziehen, dann können wir ihn ins eigene Land ziehen, ihn dort ausheilen lassen und hierhin. Ja. Zunächst zumindest. Und jetzt können wir aber den hier angreifen, ne? Mit dem beginnen wir. Ja, die Frage ist, können wir es in dieser Runde realistischerweise schaffen, diesen einen Soldaten dort auszuschalten? Denn wenn nicht, können sie gleich mit 2 Soldaten in der nächsten Runde zurückschlagen und dann würden wir den Impi verlieren. Und dann würden wir einen Impi verlieren. Schaffen wir das, den diese Runde auszuschalten? Da bin ich skeptisch, um ehrlich zu sein. Also angreifen sollten wir auf jeden Fall. Aber nicht mit dem. Weil der steht im Angriffsradius von 2 Soldaten. Wenn der jetzt angreift, kann er sich dann nachher nicht mehr bewegen. Und er würde dann in der nächsten Runde von beiden Soldaten attackiert werden. Aber mit dem können wir ja auf jeden Fall angreifen. Mit dem und mit dem da drüber haben wir dasselbe Problem. Die sind uns halt übertechnologisch, ne? Das merkt man halt stark. Ja, aber ohne Kampf kommen wir hier nicht durch. Das stimmt. Also ich,
Also ja, dann mutig drauf. Ich greife mal mit dem an. Bleibt so hoffen, dass wir den Gegenangriff überleben. Dann kannst du jetzt natürlich auch mit dem, genau, mit dem jetzt auch noch drauf. Mhm. Schau mal, da war sehr schön. Gleich. Sehr gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen. Sehr schön. Wichtiger Sieg, ein hübscher, ein wertvoller militärischer Triumph am Ende dieser Folge. Das war die dritte Folge unserer Let's Play-Reihe und wie es weitergeht, Zulu gegen die Buren hier bei Civilization 5 erfahrt ihr in Kürze in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, tschüss.